Okay. Ich hab das Licht nicht angemacht. Na toll. Das Licht. Hallo. Hallo meine lieben Kunstsüßen, ich bin's wieder, eure Grazia, und ich habe euch nicht dabei angeschaut. Das gern wieder mal neben mir. Wir drehen nämlich jetzt gerade, wo wir im Hotelzimmer sind, 2 Videos. Eins haben wir gerade gedreht mit vielen coolen Produkten und ich hatte Plazenta in meinem Gesicht. Das Video seht ihr unten in der Infobox. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Das war auf jeden Fall richtig lustig. Jetzt haben wir gesagt, wir machen spontan noch ein Video. Stirnraten. Ihr wisst, es ist ziemlich einfach. Wir werden uns jetzt eine Kategorie aussuchen. Gibt sogar Kategorie Zirkus Halligalli. Berlin Tag und Nacht? Was ist das für eine geile Kategorie? Die nehme ich. Du fragst mich ab, oder? Gibt's auch Bachelor? Köln 50667. Ladet euch bitte mal die App Stirnraten runter. Hier gibt es sogar eine Kategorie Baby Beauty Palace. Ey, wie geil ist das denn? Das ist lustig. Bekannter Schauspieler von Berlin Tag und Nacht, der aufgelegt hat, aber mit seinem richtigen Namen. Er legt den richtigen Leben auf. Du weißt, wen ich meine. Ja. Jan. Nein, war richtig. Ja. Nur sehen die aus. keine Ahnung. der immer alle rumvögelt. Der, wo sie von den Mädels abschleppt. Kratze. Nee, der in der großen. Mit Fabrizio. Nee. Ole. Der. Joe. Nee, der, wo viele Mädels abschleppt. Der Leon. Leon Hoffmann, ist das nicht der? Ha. Keine Ahnung. Okay, jetzt musst du wieder eine Kategorie raussuchen. Ich mach Kosmetik, da kann ich nichts falsch machen. Deo. Nee, damit machst du die ganzen Haare weg am Körper. Was hier? Mhm. Damit bürstest du dir deine Haare. Haarbürste. Nee, das ist so ganz flach und hat ganz viele Zähne dran. Stielkamm. Ja, Kamm. Ja, damit machst du deine Nägel. Pfeile. Ja. Den Nagellack abmachen. Nagellackentferner. Ja. Langweilig. Oh, wenn ich jetzt meine Haare eine andere Farbe verpassen möchte. Färben. Ja. Ich mach meine Lippen damit bunt. Lippenstift. Ja. Gewonnen, ey. Oh, bin ich gut. Ich mach dann meine Wangen ein bisschen rot. Rouge. Mhm. Um meine Lippen zu umranden, nehme ich einen. Deiner. Mein Gott. Du bist ja so gut. Ich mache meine Haare damit glatt. Glatt Eis. Ja. Ich habe etwas, womit ich reingucke. Spiegel. Ja, und dann gibt es die Haare vorbei. Yeah. Ja. Gewonnen. Das war ja richtig schwer. Gut, dann nehme ich jetzt den Baby Beauty Palace. Was ist denn das für ein Bullshit? Warte mal. Nee, das kann man nicht erklären. Vor allem, wenn jemand lustig ist und daraus. Unterhaltung? Nee. Oder wenn das. Wie kann man das erklären? Komödie? Nee, wenn es eigentlich gar nicht witzig ist, dann ist es ein. Wenn. Das ist ein Spiel. Da, Challenge? Da, ja, genau, das zweite Board. Ach so, verdammt. Ja. Ja, genau, okay. Das ist das, auch das zweite Wort, was du gerade gesagt hast, aber davor kommt noch eins. Das machen Frauen, das ist ein Sport, da wo sie runterkommen, ein sehr ruhiger Sport. Yoga. Auch wieder das zweite Wort, was du gesagt hast. Und das sind Säfte mit verschiedenen Musikern. Genau. Bin ich fertig? Ja. 10 Arten von Mädchen, wie sollst du so schmarrn bitte? Blachwitz-Challenge, Yoga-Challenge, alles so Challenge. Baby Beauty Palace Challenge, Smoothie Challenge, Yoga Challenge, Lachen Challenge. Was soll das? Das war ein. Auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Eine sehr, sehr witzige Sache. Cool! Rechnen gibt es als App. Als Kategorie würde ich niemals auswählen. Aber gut. So, meine lieben coolen, süßen und verrückten, das war unser 4. Video. Diesmal mit Saskia. Und ich würde sagen. Daumen nach oben, oder? Für diese coole Einfall. Und für diese coole App. Und eigentlich bin ich voll müde und hungrig, deswegen gehen wir jetzt unten ins Restaurant und essen noch ein bisschen. Und danach schauen wir noch einen Horrorfilm und gehen danach ins Bett. Genau. Ach nee, ich trinke noch eine Flasche Wein und probiere noch eins dieser coolen Masken. Ich nehme eine mit Rotwein. Okay, ja, jetzt will ich nicht zu viel quatschen. Ich habe euch alle ganz sehr lieb und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss. Juhu.
hat.